Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen am zweiten Tag Chemnitzer Linux-Tage. Und wir freuen mich natürlich, dass Sie trotz des herrlichen Wetters trotzdem hierher gefunden haben. Und wir haben als erstes heute den Herrn Schönig in dem Datenbankstrang, der ja heute Vormittag hier in diesem Raum ist. Und das Thema ist Oracle nach Postgres SQL migrieren, das heißt also ein Weg, der mittlerweile wahrscheinlich gar nicht mehr so selten ist. Und deswegen jetzt übergebe ich direkt das Wort an Herrn Schönig. So, schönen Vormittag. Freut mich, dass wieder Full House ist in Chemnitz. Das ist sehr gut. Hören mich alle da hinten? Letzte Reihe, wunderbar, hervorragend. So, mein Name ist Hans-Jürgen Schönig, Hans Reicht. Ich mache seit de facto 20 Jahren mehr oder weniger ausschließlich Postgres. Also wir betreuen Postgres-Kunden quer um die Welt. Wie gesagt, wir sind Datenbank-Consultants quasi in diesem Sinne. Also Postgres everywhere. So, die Frage ist jetzt natürlich die, wir bedanken uns an dieser Stelle sehr, sehr herzlich bei der Oracle, die auch voriges Jahr wieder so nett war, unsere kompletten Marketingkosten zu übernehmen. Sollte an dieser Stelle nicht unerwähnt sein, also wir bedanken uns für ein dekadentes, gutes Leben durch das Anpassen der Lizenzkosten von Oracle. Wie gesagt, herzlichen Dank an dieser Stelle auch von uns aus dem Ostblock in Österreich. Das heißt, warum Oracle migrieren? Erklär mal eine Frage an die Anwesenden. Wo sind die Oracle-Opfer? Hand hoch. Zielgruppe, gell? Ist gut. Freut mich. Ich habe mir gedacht, es gibt heute weniger Ungläubige unter uns an, habe ich schon gesehen, als der Kollege, glaube ich, MySQL oder so, was war das? Ja. Maria. Maria, okay. Okay. Gut. Ja. Lizenzbedingungen. Wer liebt Oracle-Lizenzbedingungen? Hand hoch. Das ist Sport heute, gell? Habt ihr euch nicht gedacht? Habt ihr gedacht, Berieselung, nix, ja? Na, Virtualisierung hat sich als kleines Problemchen herausgestellt, jetzt weniger als technisch, als dass eher so Kunden, die 20 Jahre Oracle verwenden, auf einmal das Problem haben, dass sie keine klein genug Maschinen mehr kaufen können, ja, wo sie ihre 5 GB Oracle betreiben können. Ich habe kürzlich einen Fall gehabt, deutscher Mittelstand, wo Geld gar keine Rolle spielt. Also der IT-Leiter hat mir erzählt, du, wenn ich 1 Million brauche, gehe ich rauf zum Euden, ja, gebe ihm einen Zettel, der liest es nicht einmal und der schreibt es, ich habe die Mille. Nicht? Überhaupt kein Problem. Nicht? Aber auf einmal will diese komische Firma noch 500.000 von mir und ich weiß gar nicht, wieso. Nicht? Jetzt bin ich aber böse. Nicht? Kommen Sie mal vorbei, schauen Sie sich mal an, ob eine Migration möglich ist. Und bis Mittag 12 Uhr waren 3 Instanzen migriert. Naja, bei 5 Tables keine Kunst, ne? Und dann war er richtig böse, ne? Zum Thema Lizenzbedingungen, wir haben mit Institutionen geredet, wo Geld keine Rolle spielt. Es gibt ja so Leute unter uns, ich nenne es einfach Gesindel, ja. Es muss das Geld selbst verdienen, das ist ja unangenehm, ne? Das ist scheiße, ne? Da gibt es aber so Institutionen, die drucken das Zeugs. Ja, das ist richtig cool, so Nationalbank und so. Also die drucken die Kohle. Und wenn du dort reinkommst und wenn die Leute migrieren wollen, die die Kohle drucken, ja, dann ist Lizenzkosten nicht mehr das Thema. Also das dürfte dann irgendwie so ein menschlicher Kanal sein, den man so zusammenfassen kann mit du nicht. Ich habe in Schweden gehört, also der Kollege von Postgres Europe hat mir erzählt, in Schweden, sie haben einen Kunden gehabt, wenn sie schaffen, bis Ende November auf Postgres zu migrieren, kriegt der Oracle-Verkäufer zensuriert Hausverbot. Okay, also wir reden jetzt nicht mehr über so Dinge wie, ja, ist halt teuer oder die Nerds im Keller, die Pizza fressen und halt migrieren wollen. Also wir reden da von Firmen, also wenn ein deutscher Großkonzern 2000 Instanzen migriert, dann ist dort jemand wirklich böse. Ja. Das ist jemand wirklich, wirklich böse dann. Ne? Geht so weit, amerikanische Supermarktkette, brauchst du Sondergenehmigung für Oracle mittlerweile, weil die sind auch ganz, ganz böse. Ja. Die machen 5 Milliarden Gewinn im Jahr. Ne? Also auch da spielt Geld keine Rolle. Ja. Also nächstes Problem, Moving Target, also dass sich die Leute teilweise nicht mehr trauen, Funktionalität zu verwenden. Es könnte sein, dass die Lizenzbedingungen ändern, sie kriegen es nicht mit, dann gibt es ein Lizenzaudit und dann gibt es einen in Hintern. Ne? In oder auf kann man sich aussuchen. Das heißt,
Das nächste, was mir vorige Woche jemand aus dem österreichischen Staatsapparat erzählt hat, und der ist doch relativ groß, skalierend quasi. Okay, ihr habt eine Lizenzverletzung, aber nein, ihr müsst keine Strafe zahlen. Ihr überweist trotzdem 50.000 Euro und kriegt dafür ein Cloud-Guthaben bei uns. Ne? Ist auch schön. Also ihr müsst nichts bezahlen, aber gebt uns trotzdem 50.000. Jetzt kriegt ihr ein Cloud-Guthaben. Jetzt kann halt blöderweise eine Institution wie, sagen wir mal, die Schweizer Polizei, das österreichische Statistische Zentralamt oder so, halt nicht in die Oracle Cloud. Ne? Das ist irgendwie uncool. Ne? Das heißt, sie haben keine Strafe bezahlt. Nicht? Überhaupt kein Problem, natürlich. Alles gut. Das heißt, es gibt so einen gewissen Volkssport im Moment, der nennt sich Oracle-Migration. Und das ist total toll, weil das finanziert auch heuer wieder den Winterurlaub. Herzlichen Dank an alle, die sich immer so ein bisschen dankbar sein in diesem dekadenten Business. Gell? Wie bereits erwähnt, früher waren es die Kosten. Und was ich gesagt habe, wenn du einmal auf der Schiene bist, du nicht, ja, ist das kein technisches Argument mehr. Das ist ein soziales Argument, ein ideologisches Argument. Ne? Das ist wie wenn du sagst, ich möchte nicht mit dem Lada ja, zur VW in die Arbeit fahren. Ne? Ich möchte nicht der Einzige mit einem sauberen Auto am Parkplatz sein. Ne? Also, ich darf das sagen, wir haben keine Autoindustrie. gut, das heißt, das nächste ist natürlich was immer lustig. Wir haben mit Oracle Preis verhandelt. Ne? Sicher. Ne? Wenn ich 6.000 Instanzen am Laufen habe mit Oracle und gehe zu Oracle hin, na, wollen wir nimmer. Ne? Wird Oracle sagen, stimmt nicht. Migrieren. Okay? Das heißt, natürlich gibt es die Illusion der Preisverhandlungen. Nur wenn ich eine ganze Fahrzeugflotte besitze, verhandle ich nicht über den Preis der Wasserpumpe. Du wirst sie kaufen, Ende der Debatte. Ja. Gar keine Diskussion. Ja. Welche Wahl hast du? Wenn du 10.000 Instanzen laufen hast, das ist einem Großkonzern durchaus machbar. Gehen wir Preis verhandeln? Nein, wir diktieren den Preis. Ende der Debatte. Da gibt es nichts zu verhandeln. Ja. Also ich als Verkäufer würde nicht mit dir verhandeln. Ich würde dir einen Preis sagen. Und das würde dir die Illusion geben, dass du 10% Rabatt kriegst. Ja, aber das war es auch schon. Also nur mal so zum Nachdenken. Ja. Also für die glauben, sie verhandeln Preise. Nicht? Geh weg. Versuch's mal. Morgen läuft der Vertrag aus. Nicht? Viel Spaß. Okay? Das heißt, so ein Lizenzaudit ist für uns natürlich die ultimative Marketingveranstaltung. Nicht? Oh, er hat ein Lizenzaudit. Da kann ein Kugelschreiber schon warm laufen lassen. Ja? Für einmal rechts unten, das ist schon vorgedruckt. Nicht? Migration, nicht? Großes Kreuz. Nicht? Das ist natürlich cooles Zeug. Das heißt, es gibt natürlich jetzt einige Dinge, die man dabei tun muss. Das ist natürlich sehr schön. Einfache Dinge sind so Sachen wie Tables migrieren, Daten migrieren, Constraints, Indexes. Und da ist natürlich das Schöne dran, das deckt natürlich einen Riesenteil der typischen Databases ab. Ja? Also wenn du jetzt irgendwo Oracle strategische Plattform hast, sind die unsere Freunde, nicht? Dann hast du natürlich haufenweise Kleinvieh da drinnen. Na, was hast du im Kleinvieh? 10 Tabellen, 5 Constraints, 20 Indizes und 3 Prozeduren. Ne? Das heißt, dort, wo eigentlich der Aufwand entsteht, sind eigentlich die 3 Prozeduren. Ne? Das ist eigentlich der Punkt. Der Rest ist eigentlich mittlerweile ein One-Liner. Ich zeige dann her, wie es geht. Was eigentlich eher die Schmerzpunkte sind, wie bereits erwähnt, sind Procedures, Apex, Oracle Forms. Ne? Das ist eigentlich schwieriger für Apex, gibt es jetzt noch keinen 1:1 Ersatz. Wahrscheinlich Ende des Jahres sind wir so weit, dass wir das hinkriegen. Und dann ist natürlich spannend, ne? Also wenn du Apex migrieren kannst, bist du natürlich Chef im Ring. Ne? So, Tabellen migrieren ist eigentlich relativ einfach. Was man eigentlich tun muss, ist zu bedenken, dass Oracle von den Datentypen her ein wenig schmäler gebaut ist als Postgres. Also in Postgres hast du eine kleine Integer, eine mittlere Integer, eine große Integer, eine gepunktete, eine gestreifte, eine was auch immer Integer. Nicht? Das heißt, du hast allein schon bei Numeric einfach wesentlich mehr Möglichkeiten. Das heißt, du kannst natürlich das Zeugs 1:1 migrieren, du kannst das aber auch ein bisschen nachbearbeiten, um einfach quasi feiner auf diese Datentyp-Sache einzugehen. Nicht? Also das ist eigentlich eine relativ coole Sache, was man bei vielen Dingen tun kann. Macht natürlich Sinn. So Foreign Keys und so Zeugs geht eigentlich von Oracle wesentlich einfacher als mit anderen Systemen. Also
So MySQL ohne Strict Mode, Foreign Key und Datentypen und Check Constraints migrieren. Viel Spaß! Also ist schwieriger einfach, gell, in diesem Sinne. In Oracle geht das ziemlich korrekt, weil das Check Constraint gilt. Ja, das ist einfach so. Funktioniert. Check Constraint ist da und es tut auch, was es soll. Das ist recht schön eigentlich. Wo jetzt eigentlich der lustige Teil kommt, sind jetzt eigentlich die subtilen Bugs. Also der typische Teufel ist bei Null. Ja? Null laut ANSI-SQL-Standard heißt unbekannt. Und unbekannt heißt nicht leer. Wenn dein Konto leer ist, ist dein Zustand völlig klar definiert. Scheidung. Ja? Okay? Das, wenn dein Konto leer ist, ist völlig klar, du bist pleite, nicht? Oder blank. Nicht? Also, in Österreich hat es ja früher ein anderes Wort gegeben, aber das darf man nicht mehr sagen. Wenn dein Konto undefiniert ist, also unbekannt, hast du die Chance auf Schwarzgeld in Liechtenstein. Ne? Da kann man dann so CDs einlesen. Ja? Das ist relativ cool. Das heißt, da gibt es einen subtilen Unterschied. Leer heißt nicht, also leer ist ein klar definierter Zustand. Wenn du in der Airline sitzt, so über dem Nordatlantik und der Tank ist leer, ist das was anderes wie unbekannter Füllstand. Ne? Ich meine, der Füllstand steigt dann durch den leeren Tank in der Kabine. Nicht? Aber das ist was anderes. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen bei diesen Dingen. Also Null-Handling, das sind dann die subtilen Bugs bei der Migration. Also man muss sich quasi ein bisschen das Null-Handling ein bisschen überlegen. Die einfachen Dinge ist sowas zum Beispiel. In Oracle brauche ich eine From-Clause, in Postgres nicht. Nicht? Kleine dumme Database braucht keine From-Clause. Nicht? Wozu auch? Das heißt, ich kann in Postgres einfach schreiben, select 1, geht in Oracle nicht. Ich muss schreiben, select 1 from dual, wenn 1 rauskommen soll, oder select Stern in dem Fall. Das heißt, solche Dinge wie dual, das kann man ganz leicht faken. Ne? Alles Fake News quasi. In diesem Sinne kann man das alles faken. Was noch ein Thema ist, sind solche Dinge wie Rownamen. Das ist in ganz vielen Applikationen verborgen irgendwo drinnen. Rownamen so mit Subselect, verpackt und so weiter, so als Ersatz für Limit 10 oder so. Kann man in Postgres auch migrieren, einfach über Windowing Function. Hat nicht gar, also es kommt dasselbe raus, sinnvollerweise, aber die Bedeutung ist eine andere. Es gibt in Postgres keine Rownamen, so wie man es aus Oracle kennt. Es gibt eine CD-ID, das ist irgendwie ein bisschen anders. Ja, das ist, könnte man jetzt streiten, ob das dasselbe ist oder nicht. Tut nichts zur Sache, das ist der Migrationspfad. Oder man versucht seine Dinge direkt umzustellen, dass Rowname einfach nicht mehr vorkommt. Also so wie subselect where Rowname kleiner 10, schreibt man in Postgres select Stern from table limit 10 und Schluss. Ne? Ganz easy, braucht man eigentlich nichts tun. Sequenzen. Ihr seht, das sind alles so Detailgeschichten. In Oracle schreibst du Sequenz.next, weil in Postgres ist es ein Funktionsaufruf. Also daran wird es nicht scheitern. Ja. Also ein kleines Grep reicht da üblicherweise, um diese Dinge einfach zu finden. Das ist wirklich sehr, sehr trivial. Gibt es da Fragen dazu bis jetzt? Irgendwas? So, dann gibt es Subqueries. Da gibt es ein kleines Detail, das Postgres benötigt, das man im Kopf haben sollte. Der erste Code oben ist Oracle, select Stern from select. Das ist quasi eine anonyme Untertabelle, also quasi eine anonyme Geschichte irgendwie. In Postgres braucht dieses Ding eine as-Clause. Das heißt quasi, dieses Subselect ist via Tabelle zu verwenden, braucht eine as-Clause, was in Oracle jetzt nicht sein muss. Ja? Dieses as-Geschichtel da, also mit dem foo und so weiter, das ist natürlich ein bisschen spezifisch, aber auch das ist jetzt nicht wirklich ein Drama. Das Beispiel ist 1:1 aus dem Postgres Migration Wiki kopiert. Ja? Um 1 in der Früh wollte ich kein Oracle mehr installieren. Dann das berühmte Plus. Wer kennt das berühmte Plus in Oracle für ein Auto-Join? Wer kennt das berühmte Plus nicht? Wem ist wurscht? Okay. Wie sagt der Vegetarier zu mir, ist wurscht? Keine Ahnung. So, das heißt, an dieser Stelle in Oracle habe ich Select Field from A, B und quasi das ist die Plusseite, also die muss quasi aufgefüllt werden, ne? In diesem Sinne. Ja, das ist die Oracle Plus-Syntax für ein Auto-Join. Das ist natürlich schwerstens off-Standard,
geht meines Wissens auch nur in Oracle. Also ich wüsste nicht, dass das sonst irgendwer so macht. Heißt nicht, dass es keiner so macht. Heißt nur, ich weiß es nicht. Ja? Null quasi. In Postgres wäre das ganz normale Outer-Join-Syntax, wie man sie kennt. Das heißt, auch da könnte ein kleines Grep im Code durchaus helfen, solche Dinge zu finden. Jetzt ist es so, sowas automatisiert zu migrieren, ist halt, ja. Also will man wirklich eine Routine schreiben, die SQL-Statements umbaut, halte ich für eher riskant. Da müsst ihr wirklich einen kompletten Parser bauen und so weiter. Also da bin ich sehr, sehr skeptisch bei diesen Dingen. Also einfach umschreiben, diese Syntax wird jede Database dieser Welt, die irgendwas kann, fressen. Okay? Geht's in MySQL? Ja, Entschuldigung. Okay. Also, keine Ahnung, ich frage nur. Das heißt, an der Stelle, das nächste ist dann Decode, wieder typische Oracle-Geschichte, also quasi kann man jetzt umschreiben, auf wenn x null ist, dann soll er null als String hinschreiben, ansonsten soll er else hinschreiben. Das ist die klassische Oracle-Decode-Funktion, gibt es in Postgres so auch nicht, hat jetzt technische Gründe, warum auch immer, und ist sowieso auf Standard, soweit ich weiß. Das heißt, Decode kann man umstellen oder man kann natürlich hergehen und sich selber so eine Decode-Prozedur ausdenken und einfach den Code eins zu eins übernehmen. Das geht natürlich auch. Connect by, wer kennt das? Hand hoch. 5 Leute. Brief Recursive, Hand hoch. 7 Leute. Na, Rekursion, typischer Fall. Ich habe eine Firma, da gibt es einen Chef, da gibt es 5 Abteilungsleiter, jeder Abteilungsleiter hat Unterabteilungsleiter und die haben wieder irgendwelche Mitarbeiter. Gib mir alle unterm Chef, so Bäumchen traversieren. Nicht? Gib mir alles in der Kategorie Getränke, das kann Bier, Wein etc. sein, also irgendwelche Baumtraversierungen, einfach Rekursionen. Nicht? Also with Recursive ist die SQL-Variante, um Rekursionen zu bearbeiten. Oracle kann seit mindestens 10 Jahren dieses Connect-By, diese Rekursionen. Also lang, 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 bevor das andere gekonnt haben. Connect-By ist off-standard. Mittlerweile können sie aber auch with Recursive. Okay? With Recursive ist schwieriger zu lesen, kann aber mehr. Connect-By ist leichter zu lesen, ist aber ein bisschen eingeschränkter. Aber wie gesagt, sie haben es seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren, es gibt es ewig schon in Oracle, dieses Connect-By. Das muss man auch umstellen, es gibt kein Connect-By in Postgres. Wir unterstützen die ANSI-SQL-Syntax, wie auch DB2 und so weiter. Also with Recursive ist klassische Variante, also Connect-By muss man umschreiben, ist die Variante. Gibt es da Fragen dazu, Rekursion und sonstiges? So, jetzt ist es so, jetzt, ja. Noch eine Frage. Bitte, gerne. DB-Links, wie schaut es damit aus? Ah, Mikro, ja. Meinen Kunden habe ich entweder, dass DB-Links kein Thema sind oder dass sie hochgradig verpönt sind. Wie geht ihr damit um? Mit Database-Links. Yes. Es gibt quasi einen, gibt es eine Kreide, haben wir so? Kreide ist aus, ja. Das ist die Mangelwirtschaft. Gell? Es gibt im SQL-Standard den sogenannten SQL-MATE-Standard, steht für Management of External Data. Da zeige ich dann gleich noch ein Beispiel her. Das heißt, es ist in Postgres eigentlich kein Database-Link, es ist eher ein vollkommen wurscht was Link. Also das kann ein Web-Service sein, das kann ein File sein, das kann MySQL Database sein, das kann Mongo sein, das kann eine Grafikkarte sein, das kann eine Mailbox sein, ist egal. Also das Konzept Database Link in Postgres folgt dem SQL Standard im Sinne von Management of External Data und External Data ist irgendwas. Ob das gut oder böse ist, ist natürlich hochgradig religiös, nicht? Weil für so manchen Java-Entwickler ist auch eine Where-Clause schon Business Logic in der Database. Und das habe ich schon gehört. Ja. Ist mir kürzlich passiert. Das ist jetzt nichts, was meinem kranken Gehirn entspricht. Ja. Also eine Where-Clause ist halt Business Logic in der Database. Nicht? Da fängst du zu saufen an. Ja. Kann ich Wiener Bürgermeister werden dann. Ne?
So. Jetzt, wenn man jetzt diese Migration macht, gibt es jetzt natürlich haufenweise Dinge, die einen dabei unterstützen. Dieser ganze Weg von Oracle nach Postgres ist ein ziemlich ausgetretener. Einfacher Grund, wenn jetzt eine Rechnung reinkommt über, sagen wir mal, 1 Million oder so, nicht so schöner runder Betrag, den du als Abteilungsleiter noch locker unterschreiben kannst, ne? Dann ist es meistens so, also wenn jetzt die Rechnung über 1 Million kommt, ist meistens nicht der Teamleiter mit 3 Leuten, der das unterschreibt, sondern es ist meistens der Chef vom Teamleiter, weil der Typ da unten darf nur, weiß ich nicht, x-tausend Euro unterschreiben, das heißt, es geht dann ein Stück nach oben und ein Stück nach oben und irgendwann sitzt dann im österreichischen Staatsapparat ein Beamter, also jemand, der auf Staatsbankrott geschult ist, sieht dann eine Rechnung über 1 Million, der Typ hat Philologie und Archäologie studiert, ist aufgrund von Parteibuchwirtschaft jetzt irgendwo im Ministerium gelandet und sieht jetzt 1 Million. Ne? Dann wird einmal die Milch im Café einmal sagen, ne? Hammer nicht. Ne? Dann ruft er mal beim Bundesschuldendienst an und sagt, können wir noch 1 Mille emittieren? Und die sagen dann, das geht niemand, ne? Hammer niemand. Ne? Und jetzt denkt sich der gute Kollege dann, da müssen wir was tun. Ne? Wir wollten ja prinzipiell immer nur das Beste für die Republik kaufen, ne? Aber wir haben die Mille blöderweise nicht. Ne? Jetzt gibt es denn da nichts anderes. Ne? Und dann kommt halt irgendwer mit irgendeiner Lösung und das Ganze kommt dann schon ins Laufen. Ne? Das heißt, da gibt es jetzt zum Beispiel haufenweise Tools dafür. Das heißt, der Pfad ist sehr ausgetreten. Eines, was ich tun kann, ist, um weniger Code umstellen zu müssen, ist diese Oracle Phase Extension. Das ist Oracle Code. Add Months gibt es so in Postgres einfach nicht. Ja, irgendwelche Funktionen. Jetzt kann man aber diese Extension dazu installieren und ich habe jetzt Oracle SysState, Oracle AddMonths, Oracle was auch immer, 2K. Das heißt, ich habe jetzt ein eigenes Schema gekriegt, wo ich Oracle-Kompatibilitätsfunktionen drin habe. Es wird ja alles Open Source. Und was ich jetzt tun kann ist, es gibt in Postgres ein Konzept des Search Paths, das ist so wie ein Pfad im Betriebssystem. Wenn dir User Bin nicht gefällt, magst du halt User Local Bin, ne? Und je nachdem, quasi, wie es im Pfad steht, funktioniert. Das heißt, ich kann jetzt hergehen und sagen, okay, ich nehme Oracle in den Pfad vorne hin, dann nimmt er bevorzugt die Oracle-Kompatibilitätsroutinen oder halt die Postgres-Routinen, wenn es keine gibt, keine andere. Das ist sehr, sehr cool. Gibt es ewig. Ja, es gibt es ewig, das Zeug. Es ist nichts Neues. Ist wunderbar in C geschrieben, folglich relativ schnell und so. Das heißt, damit kann man solche Sachen wie was nicht, Add Months, Last Month, Next Day oder das ganze Zeug, SysState und das ganze Zeugs, kann man damit eigentlich relativ gut abdecken. Und was sagen die Japaner zu dem Thema? NTT ist die Nippon Telekom irgendwas, die haben ein eigenes Postgres-Team, das dort entwickelt in Japan. Sehr, sehr coole Leute übrigens. Und die sagen, dass sie intern, in der Entity, ich kann es jetzt natürlich nicht verifizieren, sagen wir mal 80% der Applikationen funktionieren dann out of the box. Okay, also das ist bei denen, ja, das ist ein Slide von denen. Das ist jetzt nicht meine Meinung, ich habe es nicht gemessen, ja, aber das ist die Meinung von den Leuten, die dort auf irgendwelchen Slides gefunden haben. Und das haben Techniker geschrieben, das haben jetzt keine Sales-Leute geschrieben, sondern es sind Leute, die effektiv am Postgres herumhacken. Ja? Also jetzt nicht irgendwelche Marketing-Fuzis. Ja? Das heißt, es klingt aus meiner Sicht relativ glaubwürdig, diese Sache. Wie gesagt, Prinzip, was kann ich bei SysState groß falsch machen? Also gibt es jetzt nicht wirklich irgendwelche Einschränkungen aus meiner Sicht. Gibt es da Fragen dazu zu Oracle Phase? Das ist fix fertig paketiert, das ist in den Repos drinnen. YAML install, Oracle Phase, was auch immer, create extension, das Zeugs ist da und dann muss man sich halt einfach mit dem Zeugs beschäftigen oder halt die Applikation direkt adaptieren. Aber das ist ein guter Weg, jetzt zum Beispiel so eine schrittweise Migration zu machen. Also man beginnt seine Applikation frei zu machen von den ganzen Oracle-Funktionen, aber auf dem Weg dorthin ist es entweder eine Krücke oder eine permanente Lösung, die man gehen kann. Okay? Gutes Zeugs, sehr gutes Zeugs. So, gut, dann gibt es den Klassiker, den ORA2BG. Hat den schon jemand genossen? Wie ist die Stimmung zum Thema? Geil. Alles. Bitte?
mit 5000 Funktionen hilft er mir nicht. Notier unkooperativ. Also, das ist ein Klassiker. Das ist ein Perl-Programm, das gibt es seit 500 Jahren, glaube ich. Ist in Version zweistellig irgendwie. Wird von einem französischen Kollegen gemacht. Gibt es ewig, ist weit verbreitet, tut alles, hat aber eine kleine Tendenz zu Bugs. Der Kollege Darot ist sehr kooperativ, die zu fixen und tut das auch sehr häufig. Was das Ding tut, ist, es versucht alles zu migrieren. Also wirklich alles. Die versuchen Procedures zu migrieren, dann stimmt der Header nicht. Sie versuchen Database-Links zu migrieren, Synonyme, also einmal alles. Das geht natürlich nicht out of the box. Das heißt, was das Ding tut, ist, es ist gut bei Tabellen, bei Indexes, bei so Zeugs, bei sehr einfachen Prozeduren und so weiter, funktioniert das relativ gut. Aber ich muss da natürlich nacharbeiten, weil viele Dinge einfach nicht eins zu eins migrierbar sind. Wenn Sie in Oracle eine Autonomous Transaction haben zum Beispiel, weiß jemand, was eine Autonomous Transaction ist? Typischer Fall. Start der Prozedur, die geht daneben, aber du möchtest trotzdem in einer Tabelle einen Eintrag haben, dass du was gemacht hast. Das heißt, die Transaktion macht ein Rollback, aber das Insert in die Log-Tabelle, dass du es versucht hast, soll trotzdem funktionieren. Das heißt, du startest eine Prozedur, die tut was, die startet dann quasi so eine Untertransaktion, die auch committet, aber die Muttertransaktion geht in die Hölle. Das heißt, du hast zumindest den Log-Eintrag. Okay? Also Log-Eintrag im Sinne von in einer Tabelle. Das heißt, das ist eine autonome Untertransaktion. Das gibt es in Postgres nicht. Muss man umschreiben auf eine Exception, also quasi auf einen internen Savepoint. Ne? Und solche Dinge, das geht natürlich nicht. Dann gibt es natürlich haufenweise Packages in Oracle, die gibt es auch nicht in der Form. Ne? Also diese Dinge gehen natürlich fürchterlich daneben. Ne? Ist klar, muss so sein, geht nicht anders. Das heißt, aus meiner Sicht tut das Ding etwas mehr, als es soll. Ja, das ist er mappt alles auf Numeric, kann man umstellen, 10.000 Configs. Das ist ein bisschen clumsy aus meiner Sicht. Wie funktioniert's? Ich erzeuge quasi ein Projekt, ich gehe quasi her, sage Oracle2PG, Project Base, bla 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 bla, dann gibt's ein Config-File, da holt er sich den Connect-String rein, schaut nach, was er alles tun soll, also wie soll ich jetzt Numeric, also Number mappen und so Zeugs, und er erzeugt dann so haufenweise Unterverzeichnisse. Also man sieht für Directories, für Functions, für Synonyms, für Tables, und dort exportiert er mal den ganzen Code und die Daten rein. Okay? Und dort kann ich dann nacharbeiten in diesem Sinne. Also da habe ich dann Tablespaces, Triggers, Types etc. Da kann ich dann nacharbeiten da drinnen. Und wenn ich dort nachgearbeitet habe, dann sagt er mir am Schluss netterweise, so kann ich den Export wiederholen und so kann ich das ganze Zeugs in Postgres quasi importieren. Das heißt, ich exportiere mal das Oracle-Zeugs, ändere die ganzen Funktionen oder was auch immer nicht funktioniert, sind meistens Funktionen und so Sachen, dann importiere ich den ganzen Mist und wenn das funktioniert, ist alles erledigt. Okay, das ist das Konzept vom Oracle2PG. Funktioniert, kann man lieben, kann man nicht lieben. Muss man sich überlegen. Gibt es da Fragen dazu? Also ich mag ihn nicht so gern. Ja, das ist persönliche Geschichte. Bitte. Ja. Gibt es Probleme mit Laufzeit, war die Frage beim Oracle2PG. Das, in den meisten Fällen ist es kein Oracle2PG-Problem, sondern ein Problem der Oracle Client Library. Die OC, also die Oracle Client Interface irgendwas, verwendet da mal einen Waldgrind mit der OC. Der speibt sich an. Ja. So viel Memory Leaks sind da drinnen. Ja. Unglaublich. Schaut sich das mal an, mit dem Waldgrind auf die OC. Das ist das Grauen. Ja. Die Laufzeitprobleme kommen daher, dass wenn die OC irgendwas sieht, was größer 4K ist, macht es keinen Pre-Read mehr. Das heißt, wenn du jetzt importierst Hans-Paul Sepp, nicht, alles gut, macht er, keine Ahnung, 200.000 Zeilen die Sekunde.
Wenn jetzt der Sepp ein kleines Bildchen dabei hat mit 4,5 Kilobyte, gehst runter auf 50 Zeilen die Sekunde. Ah ja, weil der draufkommt, pre-read, ganz böse Geschichte und dann geht nichts mehr. Das heißt, es hängt komplett vom Inhalt ab, was da drinnen steht, ob das noch halbwegs performant rüberkommt oder nicht. Was man tun kann, ist, nehmen wir an, du hast jetzt eine Tabelle mit irgendwelchen längeren Sachen drinnen oder so, so irgendein Bild oder irgend sowas. Wenn du weißt, du hast keine Bilder größer wie 32K oder irgendwie so, kannst du dir helfen, dass du eigenes SQL schreibst mit 8 Substring-Spalten, dass alles unter 4K ist und es dann wieder zusammenbauen und so. Es ist ganz ekelhaft und es ist viel ekelhafter, wie es klingt. Ja. Das ist die letzte Scheiße auf Erden. Ja. Darf ich das sagen? Ist auf Video, ganz schlecht. Es ist ganz übles Juju. Und versuche mal rauszufinden, versuche mal mitzuschauen, wie viele Zeilen die Sekunde der macht bei den Tabellen und schau, ob irgendwas normalerweise da ist und dann irgendwo anders bist du unten. Also wirklich Faktor 1000 oder irgendwie so, oder Faktor 100. Das ist die OC. Das ist die OC. Das hat nichts mit Mora2PG zu tun. Riesenproblem. Riesenproblem. Also im Sinne von Performance, ne? Aber das trifft alle, weil OC Standard Interface, nicht? Also immer wenn du Daten da rauskriegst, Riesenthema. Riesenthema. Andere Frage. Gut. Ja, Handarbeit nötig. Alles gut. Ich meine, das ist einfach so. Es gibt ganz wenige Dinge, die man out of the box migrieren kann. Also das Einzige, was wirklich zu 80% maschinell konvertierbar ist, ist in Formex. Prozeduren. Da haben wir Tool geschrieben einmal dafür. Der Grund ist der, dass in Formex bei Prozeduren derart schwach ist, dass es für alles ein Gegenstück gibt. Das ist gut migrierbar. Alles andere, alles was etwas mehr kann, ist schwierig. Nicht weil Postgres wenig kann, sondern weil es Postgres anders macht oder andere Sachen kann. Oder man tut es einfach anders. Ja? Aber das Einzige, was wirklich zu 80% auch die Prozeduren, also die Prozeduren zu 80% migrierbar sind, ist eigentlich in Formex und es liegt einfach daran, dass das Zeug nichts kann. Ja. Klare Ansage. Eine Alternative wäre jetzt zum Beispiel der Oracle Foreign Data Wrapper. Kennt das wer? Ja, klar. Also kennt das jemand, der kein Postgres Consultant ist? Das da ist jetzt genau die Sache, die der Kollege angesprochen hat. Das ist jetzt eine Form von Database-Link. Und wenn du einfache Fälle hast, also 20 Tabellen, 15 Indizes, 9 Foreign Key, was auch immer, also solche Dinge, wo jetzt nicht wirklich irgendwelche Prozeduren sind, wird die Migration zum Einzeiler. Ja? Weil das funktioniert so. Ich lade diese Extension und erzeuge jetzt in Postgres einen virtuellen Server. Ich sage, du da drüben bist der Oracle-Server, du bist so zu erreichen. Dann mache ich ein User-Mapping, das heißt, da bist der Karl, da drüben bist der Sepp. Also quasi, wenn ich da der Karl bin, bin ich da drüben der Sepp. Das ist alles. Das heißt, ich habe jetzt quasi so einen Link eingerichtet, ich habe gesagt, du Freund, da drüben bist der Oracle-Server und ich habe ihm gesagt, wie ich dort reinkomme. Und jetzt gibt es im SQL-Standard was fürchterlich Cooles. Das heißt nämlich Import Foreign Schema. Ich kann jetzt nämlich sagen, okay, ich habe jetzt da drüben in Oracle in irgendeinem Schema 100 Tabellen. Ich habe da Postgres und jetzt sage ich, mach mal 100 Database-Links. Das heißt, ich nehme die Oracle-Struktur, erzeuge 100 Database-Links rüber. Das heißt, ich habe alle Tables, ich habe alle Spalten. Ich habe alle Datentypen gemappt. Der mappt automatisch die Datentypen. Der weiß, aus varchar 2 muss varchar werden. Nicht? Aus Number muss Int oder Int 8 oder Numeric oder was auch immer werden. Der liest quasi den Oracle-Systemkatalog und erzeugt mir automatisch 100 Tables, 100 Database-Links auf Postgres. Und dann kann ich sowas machen. Dann sage ich, create local table like remote table. Klont mir die Struktur mit Constraints, mit Indexes, einmal alles mit scharf. Nicht?
Und dann sage ich Insert into Local Table, Select Stern from Remote Table. Und eine Schleife wird man schaffen. Für alle Tables, ne? Das heißt, so schnell kann es eigentlich gehen, ist immer aber noch ein bisschen händisch, weil ich muss die Schleife schreiben. Nicht? Schon. Ist natürlich untragbar. Nicht? Natürlich völlig untragbar. Das muss man natürlich verbessern. Und nachdem der Typ, der den Oracle FDW sitzt, mit mir am Tisch sitzt, haben wir uns was Hübsches ausgedacht. Step 1. Also alles, was Mehrwertzeile ist, ist verdächtig. Das artet in Arbeit aus. Ja, das ist ganz übel. Ne? Das wollen wir nicht. Mein Vater war im Staatsdienst. Arbeit. Genau. Ja? Das heißt, das muss cooler gehen. Also das muss eine Zeile sein. Also nur um den Oracle-Typen zu demütigen. Ja, das reicht. Ja. Also, es muss cooler gehen. Und zwar, was wir tun ist, wir geben einmal die Verbindung an zu Oracle. Also quasi wo, wer, wie. Dann geht man her und sagt, wir klonen den Oracle-Systemkatalog in Postgres-Tabellen. Das heißt, ich hole mir mit dem Oracle FDW die Oracle-Systemtabellen rüber in Postgres, habe dann noch die Chance, die nachzubearbeiten. Über Table kann ich editieren, kann ich sagen, das ist nicht WAKA40, das ist WAKA50. Ne? Oder ich kann sagen, das ist nicht Numeric irgendwas, das ist Numeric irgendwas anderes. Ne? Also für den Fall, für den Fall, wo ich das tun möchte, muss ich ja nicht. Dann hat dieser Ora-Migrator eine Funktion, die nimmt diese modifizierte Postgres-Kopie des Oracle-Systemkatalogs und erzeugt daraus richtige Tabellen und schiebt die Daten rein. Dann habe ich Tabellen, Views, Indexes, Constraints, einmal alles, nicht? Bis auf die Prozeduren, weil wir versuchen nicht, die zu konvertieren. Okay? Das heißt, ich habe eigentlich alles. Das heißt, das funktioniert. Ich zeige euch dann, wie das aussieht. Ja? Das heißt, dann habe ich es eigentlich erledigt. Und das kann man ja alles in einer Zeile machen, bitte. Ja? Ist klar. So, wir wollten die Website noch fertig kriegen. Die Kollegen haben es nicht mehr geschafft. Das heißt, das ist heute der Release quasi. Das Ganze ist auf GitHub verfügbar. Mein argentinischer Kollege, der Hernan, hat auch schon die GUI fertig. Aber wir haben, wie gesagt, die Website noch nicht fertig, wo man die GUI runterladen kann. Okay? Das heißt, das Zeug ist Open Source, ist verfügbar. Und das ist das Ziel. Da oben steht, Select Oracle Migrate von diesem Oracle Server, bitte die Schemas migrieren. Und dann geht die Party los. Dann klont er den Systemkatalog. Klont die ganzen Definitionen, erzeugt die Schemas, erzeugt die Sequenzen, erzeugt die Foreign Tables, migriert dann die Tabellen der Reihe nach, definiert die Check Constraints, definiert die Indizes, setzt die Default Values, droppt das Staging Schema, sagt mir, was vielleicht alles nicht gegangen ist, kann man konfigurieren, wie man damit umgeht, Commit. Okay, und das Zeug ist herüm. Ausnahme, Prozeduren. Muss man immer nacharbeiten. Also jemand, der sagt, er kann Prozeduren immer eins zu eins konvertieren, lügt. Also das kann man nicht vorstellen, dass das geht. Ja. Stell ich mir relativ schwer vor. Also das kann man tun. Ist natürlich transaktional. Das hat den schönen Vorteil, dass wenn es daneben geht, mache ich Rollback. Begin, migrate, gates, mache ich commit, gates nicht, ist Rollback. Nichts passiert. Gar nichts passiert. Es gibt im Oracle Migrator drinnen noch eine Funktion, die heißt Refresh. Stellt euch folgenden Fall vor. Ich gehe jetzt her und sage, ich habe jetzt ein Database, möchte migrieren. Es sind 100 Prozeduren drinnen. Jetzt ist es ja nicht so, dass ich die 100 Prozeduren in einem Vormittag erledigt habe. Ne? Also das umzuschreiben. Oder es könnte ja sein, dass in der Zeit, wo ich die umschreibe, auf Oracle-Seite noch jemand drei Tabellen dazu gibt. Das heißt, wenn ich jetzt sage Refresh, patcht er mal diese Staging-Area, die wir da erzeugen. Das heißt, Oracle kann auch während der Migration teilweise noch ein Moving Target sein. Es dürfen nur Sachen dazukommen. Spalte weg geht auch, umbenennen geht nicht sinnigerweise, weil dann weißt du nicht mehr, was los ist. Nicht? Aber es können noch Sachen dazukommen, zum Beispiel noch eine Spalte dazu oder irgend sowas. Das geht, ja. Man ändern darf sich's nicht, nicht, natürlich. Hat man noch aufs Foto? Bin eh weggegangen, damit das Bild hübsch wird.
Das heißt, so kann ich das migrieren und die Sache geht. Nächste Woche hoffen wir, dass wir die GUI soweit haben. Das sind schon die Screenshots dazu. Das heißt, ich sehe da die Tables runter, ich sehe einen Function Editor, ich sehe einen View Editor. Das heißt, ich kann da jetzt sagen, okay, ich möchte die Spaltenreihenfolge verändern, ich möchte die Datentypen mit den Precisions verändern, ist null möglich, ist nicht, ich kann einen Default-Wert reinsetzen und so weiter und so fort. Ich habe einen Function Editor, also der Herr Nann ist gerade dabei, dass da ein schöner Code-Editor steht. Das heißt, ich blinkst die Orgelprozeduren. Wenn ich sage, ich muss das neu schreiben, ist gelogen. Wenn ich sage, ich kann es migrieren, ist auch gelogen. Es ist mehr so betreutes Programmieren. Ja, ja, das ist, also da würde jetzt stehen, create function, irgendwie so. Und das wäre eigentlich eh ziemlich gleich. Es ist eher betreutes Programmieren als Neuschreiben, also in Wirklichkeit. Aber da gibt es eine GUI, die kann man dann editieren, da kann man seinen Zwischenstand speichern, kann es ausprobieren, ob das geht und so weiter. Das ist nächste Woche hoffentlich fertig und Open Source wahrscheinlich. So, ja, Migration ist cool. Wenn du irgendjemand eine Million sparst, sind die Leute in der Regel relativ dankbar. Man kriegt dann meistens eine Kantine, in der Mittagskantine Essen oder so. Auch da nicht immer. Wir hatten einen Fall, da gehe ich zum Grillbuffet mit meinem Budget, komme dann wieder zurück und erklärt mir dann, sie dürfen nur Essen der Kategorie 1 essen. Das waren Fischstäbchen, die waren zu teuer. Oh. Ihr seht es, also es ist nicht so glorreich, wie ich sage. Ne? Das, also, das ist schon... ja, coole Sache. Gibt es Fragen fürs Erste? Irgendwas? Ach ja, gibt es Fragen, we are hiring? Gut, herzlichen Dank. Gibt's noch was? Ja, bitte. Vorletzte Reihe Nummer 4. Ist? Ja. Sie hatten erwähnt, dass eine Lösung für Apex noch im Raum stehen würde. Können Sie dazu was erzählen? Ja, das wird so ein Workflow-Tool sein. Wenn ich weiß, zum Beispiel typischer Fall, ich weiß, ich habe eine 1-zu-n-Relation, kann ich die GUI vorhersagen. In Wirklichkeit. Es führt ein bisschen länger, wie das geht jetzt, aber im Prinzip kann ich aus einer Datenstruktur einen Teil der GUI schon vorhersagen, wenn es der E-Mail-Feld hast mit einem Check-Constraint. Na, wie könnte das Check-Constraint in der GUI aussehen? Zum Beispiel. Man muss noch ein bisschen Workflow drüberlegen, aber im Prinzip kann man aus ein bisschen Workflow-Information oder einer bestehenden Datenstruktur die GUI voraussehen und die kann man dann grafisch nachbearbeiten. Sachen verschieben, diese Table ist eigentlich ein Pie-Chart und so weiter. Das ist Ende des Jahres ziemlich fertig. Wir haben jetzt beim deutschen Automobilhersteller den ersten Prototyp deployed. Wird es geben, ist jetzt noch nicht so, dass ich es groß releasen könnte. Wird sich Iron API nennen. Ja. Okay? Sonstige Fragen? Ja? Also, bitte nochmal. Ja, was soll ich sagen? Ne? Oder gibt es vielleicht eventuell mehr? Ist Boolean. Gibt es negative Dinge zu bemerken nach der Migration? Performance, Wiederherstellbarkeit, irgendwelche Erfahrungen? Also es wird immer eine Query geben, die auf entweder Postgres oder Oracle schneller läuft. Wenn du 1000 verschiedene Query hast, ich schwöre dir, es gibt eine, die wird auf irgendeinem System schneller oder langsamer laufen. Das heißt, man wird immer im laufenden Betrieb dann sehen, okay, die Query ist vielleicht auf Oracle schneller oder auf Postgres schneller oder was auch immer. Das wird es immer geben. Ja. Es wird auch so sein, dass man natürlich nicht drum herum kommt, sein Personal zu schulen. Man wird nicht drum herum kommen, einfach zu wissen, was das Ding tut. Du hast jetzt Leute, die haben 15 Jahre auf Oracle gearbeitet. Die wissen, wie die Oracle Engine funktioniert. Die wissen, wie das funktioniert. Die haben möglicherweise noch nicht diese Expertise auf Postgres. Und das führt natürlich immer wieder zu Corner Cases
wo man was tun muss, ist klar. Es sind auch Dinge, die sind philosophisch einfach anders. Orgelleute sind gewohnt, Tablespaces zu administrieren. Ich bin gewöhnt, keinen Tablespace zu administrieren. Also es ist eine Veränderung. Und es wird immer, bei jeder Migration gibt es irgendwo eine Kleinigkeit, wo man sich denkt, hey, hätte ich aber gerne noch, ja, oder was auch immer. Bitte. Jetzt, hallo. Leicht off-topic, gibt es auch ein einfaches Tool für die Migration von Microsoft SQL nach Postgres? Ja, da gibt es eins. Da gibt es ein Command-Line-Tool. Ich habe den Namen vergessen. Ich habe den Namen vergessen. Ich werde heuer 40, bitte. Was erwartet ihr von mir? Ja? Bitte? Ja, kann man vorstellen, ja. Der Teufel schläft nie. Es gibt was, ich habe es vergessen. Franzosen haben das geschrieben. Das ist nicht. Hey, das war jetzt wertfrei, bitte. Ich hab's. Ich sage, Franzosen haben geschrieben und die Bagage laucht schon. Nein. Ist alles gut. Ich habe es nur noch nie probiert. Das ist, ein Kollege von mir hat das einmal gemacht. Ich habe das noch nicht persönlich. Gott sei Dank. Okay, sonstige Fragen? Irgendwer da hinten, glaube ich, war noch. Ansonsten, herzlichen Dank, schönen Tag, viel Spaß.